Der ist damit zu schlecht. Und der nächste. Sauber gehackt. Dich langer Schubi, richtig toll gekämpft. Oh shit, jetzt eskaliert es hier richtig. Yes! Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Session mit mir. Dieses Mal Karpfenangeln am Vereinsbaggersee. Ich wünsche euch viel Spaß bei meiner Session und ich baue jetzt erstmal auf. Ich bin hier an einem ca. 12 Hektar großen Baggersee, ein Vereinsgewässer. Hier habe ich meine Karpfenanfänge gehabt. Darum zieht es mich immer wieder hierher zurück. Mein erster Karpfen über 10 Kilo und so weiter. Ich bin hier gerne, ich fühle mich hier sehr wohl und ich freue mich, dass wir hier jetzt eine Session filmen können. Die Schwierigkeit an dem Gewässer, also es ist ein gut besetztes Gewässer. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt sehr, sehr schwer ist, hier an Fisch zu kommen. Die Schwierigkeit ist tatsächlich, an die kleinen Fische vorbei zu angeln und an die größeren Fische so ein bisschen durchzukommen. Das will ich euch in der Session so ein bisschen erklären, wie meine Vorgehensweise ist, was man eventuell umstellen kann, um an die größeren Fische zu kommen, welche Futtertaktik und so weiter. Und genau das wollen wir euch heute bei diesem Video, bei unserer 3-Tage-Session, ein bisschen erklären und wollt euch mit durch die Session nehmen. Meine Vorgehensweise an dem Gewässer sieht eigentlich genau umgekehrt aus, wie ich es normalerweise gern mache. Ich bin einer, der die Plätze normal gern mit Partikel, ich bin ein Riesenpartikelfan, aktiviert. Hier mache ich es genau umgekehrt. Aufgrund dieser vielen kleinen Fische füttere ich hier tatsächlich nur mit dem Wurfrohr. Das bedeutet, ich wurf meine Rute, mache mir ein bisschen einen größeren Futterplatz, verteile mit dem Wurfrohr, dann, wenn die Fische dementsprechend aktiv sind, auch doch ein bisschen eine größere Menge an Futter, aber auf jeden Fall in einem weiteren Radius um meinen Spot. Das Rig, das ich hier verwende, ist im Prinzip sehr, sehr simpel, getreu dem Motto, so kompliziert wie nötig, aber so einfach wie möglich. Ich verwende hier ein normales Coated Hooklink, von dem ich ein Stück von der Ummantelung abmache, in Kombination mit dem Klinga in der Größe 4, ein SP mit einer geraden Spitze, der zusätzlich das schnellere Haken noch begünstigt im Fischmaul. Und als Köder zum Start immer halb-halb, also ein halber Bodenköder, ein halber Pop-Up, der dann schön balanciert ist. Im Idealfall berührt die Hagelspitze noch der Boden, also dass der wirklich schön schwebt. Die Fische kennen das hier natürlich durch den extremen Angeldruck. Die saugen das leichter ein und somit hakt der Fisch auch schneller. Ja, das ist so der Hintergrund. So starte ich dann immer, wenn dann tatsächlich es so sein sollte, durch diesen visuellen Reiz, wo der Pop-Up mit drauf ist, dass ich zu viel Aktion bekomme von den kleinen Fischen, dann bin ich hier immer noch flexibel, kann immer noch auf einen 24er, kann immer noch auf einen Single-Bodenköder umstellen, um den kleinen Fisch so ein bisschen aus dem Weg zu gehen oder sie so ein bisschen zu umangeln. Ich hoffe, die Taktik geht auf und funktioniert. Ich hoffe, ich kann euch wirklich hier ein oder andere große Fisch präsentieren und ich freue mich auf die Session. Die Hauptkriterien, nach denen ich meine Spots auswähle, sind prinzipiell mal anders wie die andere. Während hier die meisten mit dem Schlauchboot unterwegs sind und auch Stabboje setzen, um ihre Punkte genau zu markieren, was natürlich für viel Trubel auf dem Wasser sorgt und dann auch sehr zentral und punktuell ablegt, ist meine Herangehensweise ein bisschen eine andere. Ich habe hier auf der rechten Rute eine relativ große Sandbank mit einer Tiefe von ca. 2,80 m, je nach Wasserstand. Die linke Rute habe ich wesentlich tiefer platziert, die liegt auf 4,30 m und die liegt auch tatsächlich im Schlamm. Ich denke, die Schlammplätze sind solche Spots, die meiste andere meidet. Ich finde sie sehr, sehr gut. Es gibt viel produktiver Schlamm in dem See. Wir haben hier Tubifex und Zugmückenlarve in dem Schlamm. Also warum sollte die Karpfe auf diesem Grund nicht fressen? Genau aus dem Grund lege ich die Rute da ab. Der Bonus ist natürlich noch bei den kleineren Fischen, dass die erfahrungsgemäß auf der tieferen Rute eher weniger kommen und somit meine Chance natürlich auch auf die größeren Fische steigt. Ob der Plan aufgeht, werden wir in Kürze erleben. Ja, die Taktik ging auf. Der erste Fisch der Session ist da und es ist kein kleiner. Das ist erfreulich und ich hoffe, dass unsere Session so weitergeht. Macht Hoffnung auf mehr.
Und der nächste. Die Fische sind mit dem Laicher durch. Die haben jetzt richtig Bock auf Futter, richtig Bock zu fressen. Ich habe keine Rute mehr im Wasser. Ich hatte gerade einen Doppelrun. Und das ist der erste, ein schön beschuppter Spiegler. Toller Fisch. Wie versprochen, Fisch Nummer 2 aus dem Drill, aus dem Doppelrun. Ein wunderschöner hoher Spiegler. Und hier ist er. Mit dem schönen Charakterfisch gehe ich jetzt in die erste Nacht. Abendstimmung am See, die Sonne ist am Untergehen. Und jetzt mache ich mir mal was zum Essen. Ja, ich habe die Ehre, unsere neue Trekker Profile zum ersten Mal im Einsatz zu testen. Hab jetzt hier der erste Fisch drauf. Macht mega Spaß, macht einen sehr guten Eindruck im Drill. Obwohl es eine 3,5 ist, von der Aktion her super. Jetzt kommt der Fisch hier schon. Ja, pünktlich zum Sonnenuntergang, den wir hier im Hintergrund haben, kam nur der kleine Spiegler vorbei. Es läuft. So, jetzt schneide ich mir hier neue Boderköder zu, beziehungsweise einen neuen Pop-Up drauf. Balanciere das wieder sauber aus und dann geht's weiter. Ja, Morgenstund hat Gold im Mund. Von dem wurde ich gerade geweckt. Ja, und die Mission für die Session ist natürlich, uns genau an denen ein bisschen vorbei zu angeln. Freue mich jetzt aber trotzdem riesig über den Fisch. Die Zukunft ist sicher. Ja, Nummer 2. Ganz kurze Zeit hintereinander, jetzt lief kurz drauf noch die andere Rute. Auch nochmal ein wunderschöner Fisch. Aber ein kleiner. Jetzt wollen wir nochmal mit dem Wurfrohr ein bisschen Futter nachlegen, vielleicht nochmal ein bisschen breiter auf dem Spot verteilen, dass wir vielleicht an den Jungs jetzt wieder vorbeikommen. Nach den zwei kleineren Fischen, beide Ruder nochmal neu gemacht, eine Handvoll Boilies drauf, großflächig verteilt mit dem Wurfrohr. Lang hat es nicht gedauert und jetzt kommen wohl wieder die etwas besseren Fische. Richtig gut, bin mega happy, unsere Session läuft richtig gut. Yes, so kann es weitergehen. Ja, jetzt geht es hier Schlag auf Schlag. Ich saß gerade vor dem Zelt, habe mein Frühstück vorbereitet und dann geht es hier wieder los. Müsste jetzt der dritte, vierte Fisch sein am Morgen, seit die Ruder wieder startklar sind. Ja, läuft, würde ich sagen. Oh yes, der passt fast in den Kescher. Alle guten Dinge sind drei. Der dritte der kleineren Kategorie heute Morgen. Ja, es ist jetzt Zeit, mal die Taktik zu wechseln.
die Ködergröße mal ein bisschen nach oben zu schrauben, den visuellen Reiz wegzulassen, dass hoffentlich wieder die besseren Fische kommen. Ich freue mich jetzt trotzdem über den. Einfach schön, wenn es läuft. Und der darf jetzt zurück. Ja, der macht jetzt ein bisschen mehr Druck. Entweder ist es ein guter Karpfen oder haben wir einen von den Waller erwischt. Ja, mich wundert es, dass der noch nicht ab ist. Der steht wirklich voll drin. Also das ist auf jeden Fall einer von den größeren Waller hier im See. Vielleicht kriegt man ihn sogar raus. Ja, normalerweise würde es ja bei so einem Ballerdrill dann doch irgendwann mal ins Vorfach sprengen. Aber dieses Coated Hooklink und der Vierer Klinga haltet wohl, was ihr versprecht. Jetzt kommt er hier gleich. Ich glaube, der ist auch gar nicht so klein. Wir haben ihn gerade schon an der Oberfläche gesehen. Also es ist auf jeden Fall ein Waller. Ja, und wie man aussieht, auch die Propel in 3,5 arbeitet hervorragend mit. Da macht fast der Wallerdrill sogar Spaß. Ja, und sie hält auf jeden Fall, was sie verspricht. Da kommt er. Puh, unglaublich, guckt euch an. Der Vierer Klinga steckt vorne in der Lippe. Mein Hooker halb-halb, der kam jetzt auf den süßen Boilie. Also hier die Wölze im See haben sich mittlerweile auch richtig auf unser Boilie-Futter eingeschossen. Boah, Wahnsinnsfisch, der ist richtig gut. Ich bin noch fix und fertig vom Drill, der ging jetzt fast eine Stunde. Ich habe hier einen Wals mit Sicherheit mit 1,80 m. Ja, genau, das ist halt das an dem Vereinsgewässer. Darum auch die 3,5. Weil so ein Drill ist natürlich anspruchsvoll fürs Gerät, fürs Material. Die Schnur hat Kalte, das Vorfach hat Kalte, der Hager hat Kalte. Ich habe den Waller direkt hier. Wahnsinnsgerät, ein Riesenteil. Total verrückt. Genau aus diesem Grund muss hier das Tackle passen. Wieder bei der Rute stehen im Zelt. Ich hatte jetzt gerade einen ziemlich intensiven Walzdrill. Das Spiel geht wieder von vorne los. Bei der Rute neu machen. Wir haben hier den ganzen Tag Action. Aber es läuft. Nach einem stressigen Vormittag, der wohlverdiente Kaffee endlich. Es ist 14 Uhr, er hat Zeit für den Morgenkaffee. Hadi, juhu! Oh shit, jetzt eskaliert es hier richtig. Ich bin noch im Drill. Ich habe den ersten Fisch da. Den müssen wir jetzt mal schnell in den Kescher buxieren, denn die zweite Rute läuft auch. Yes! Zwei Fliegen mit einer Klappe, beziehungsweise in meinem Fall zwei Karpfen mit einem Kescher. Jetzt war hier kurz richtig Stress. Der Wetterwechsel, der Wind drückt richtig rein. Wir haben wieder schönen Westwind. Und die Fische kommen wohl wieder in Fresslaune. Beutefisch verhaftet. Läuft! Hier der Spiegel aus dem Doppelrun, der kleinere Fisch von Beute. Und der Schubi zeige ich euch jetzt. Und hier der Schubi aus dem Drill. Wunderschöne dunkle Farbe, kampfstarker Fisch. Umgestellt die Taktik auf den 24er Boilie, auf dem Platz, wo vorher die kleinen Fische kamen. Funktioniert. Beide Ruder sind wieder neu gemacht, zwei neue Rigs vorbereitet, die jetzt wieder rausgeht. Jetzt kommt hier der Wetterwechsel, hier drückt richtig der Westwind rein. Jetzt hoffen wir, dass der nochmal richtig Schwung in die Bude bringt und auch die große Fisch nochmal richtig animiert zum Fressen. Los geht's!
Wer den Kleinen nicht ehrt, ist den Großen nicht wert. Pünktlich zur Abendsonne kam jetzt noch der Mega-Schubi hier vorbei. Richtig langer Schubi. Richtig toll gekämpft. Bestimmt 20 Minuten drillt. Ja, perfekt, es läuft. 24er Fischbeuli hat er sich inhaliert. Yes, so kann es weitergehen. Futter. Nach den zwei kleineren Fischen von heute Mittag habe ich hier jetzt mal einen 28er Boilie drauf gemacht. Nichts mehr nachgefüttert, trotzdem die Rute auf den gleichen Spot gelegt. Jetzt war ein paar Stunden Ruhe und jetzt kam hier gleich wieder ein besserer Fisch. Die zweite Nacht ist vorbei. Ich hatte heute Nacht nur einen kleineren Fisch. Ich denke, man sieht mir sauer. Ich konnte trotzdem heute Nacht einmal relativ gut schlafen. Bin aber wohl noch gezeichnet. Waren doch einige Fisch gestern, war ziemlich anstrengend. Ich mache jetzt kurz meine Rute neu, fütter mit dem Wurfrohr noch mal ein bisschen nach. Guck mal, dass ich die Fische noch mal zum Fressen animieren kann. Habe auf jeden Fall noch mal richtig Bock. Heute ist der letzte Tag und ich hoffe, ich kann euch noch einen Abschlussfisch präsentieren. Ich habe gerade beide Rute neu gemacht. Es ist der letzte Morgen oder der letzte Tag. Ich habe hier mit dem Wurfrohr noch mal ein paar Hände voll Boilies verteilt auf meinem Spot. Und es ging jetzt relativ zügig. Die lag vielleicht jetzt 10 Minuten. Und jetzt habe ich hier den nächsten am Band. Kommt da der Fisch aus dem Drill. Auch ein schöner Fisch. Die Fische sind mit dem Laichen durch. Die haben jetzt richtig Bock zum Fressen, richtig Kohldampf. Ja, was mir natürlich zugute kommt. Ja, der läuft, läuft, läuft. Einpackfisch! Wuhu! Oh, der ist gar nicht so schlecht. Wieder sauber gehackt. Guckt euch mal den Rüssel an. Besser könnte doch die Session gar nicht enden. Der klassische Einpackfisch. Ich hatte mega viel Spaß bei meiner Session. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus meinem Film. Abonniert unseren Traggle YouTube-Kanal und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Okay, das war's.